gehören wir nicht dazu. So viel Charme und Vielfalt kostet halt. So gesehen ein Schnäppchen. Ah, Mr. Velasco habe ich vergessen. Victor Velasco. Er wohnt in Wohnung 6a. Wo ist 6a? Auf dem Dach? Auf dem Dachboden. Er ist unter anderem Skifahrer und Bergsteiger. Er ist 56 Jahre alt und bekannt als der Blaubart der 48. Straße. Was heißt das? Das heißt, entweder ist er ein praktizierender Frauenmörder oder ein alter Mann mit einem blauen Bart. Eines steht jedenfalls fest, Corey. Langweilig werden die kommenden 2 Jahre nicht. Wo gehst du hin? Ich stelle mich jetzt in unser Schlafzimmerchen und arbeite. Wenn irgendetwas auftauchen sollte, die Möbel oder die Wärme, lass es mich wissen. Lass es mich einfach wissen. Kann ich reinkommen und zusehen? Bitte, Paul. Ich bin einsam. Die Möbel. Ah! Ich bitte um Entschuldigung. Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Ich mache so etwas normalerweise nicht. Ich befinde mich in einer etwas peinlichen Situation und ich bräuchte Ihre Hilfe. Mein Name ist Velasco, Victor Velasco. Ah, Sie wohnen auf dem Dachboden. Ja, das stimmt. Sind wir uns schon mal begegnet? Nein. Nein, noch nicht. Ah, ja. Wissen Sie, ich würde gern Ihr Schlafzimmer benutzen. Mein Schlafzimmer? Ja. Wissen Sie, ich komme nicht in meine Wohnung. Ich wollte durch Ihr Fenster steigen, ich klettere einfach raus und den Sims entlang und dann hoch zum Dachboden. Oh, haben Sie Ihren Schlüssel verloren? Nein, mein Schlüssel ist da, mein Geld ist weg. Ich bin mit der Miete 4 Monate im Rückstand. Wie ungünstig. Und das mitten im Winter. Wenn Sie einige Zeit in diesem Mittelstandsghetto hier verbracht haben, dann werden Sie mitkriegen, dass unser Vermieter eine miese Ratte ist. Heißen Kaffee haben Sie keinen, oder? Ich würde ihn auch zahlen. Nein, leider nicht. Wir sind eben erst eingezogen. Mal ehrlich, was sind Sie? Folksängerin? Nein. Ehefrau. Unsere Möbel wurden noch nicht geliefert. Dass Sie unfassbar hübsch sind, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Wie heißen Sie? Corey. Sie sind trotzdem unfassbar. 7 Uhr abends werde ich mich wahrscheinlich in Sie verliebt haben. Ah, ich sehe, die fiese Ratte hat das Loch im Fenster noch nicht geflickt. Ja, ich habe es eben erst bemerkt. Aber wird das sicher noch in Ordnung bringen. Ja, davon würde ich nicht ausgehen. Meine Badewanne tropft seit 1959. Arbeitet Ihr Mann tagsüber? Ja. Warum? Weil ich tagsüber zu Hause bin. Ich weiß gern, wie meine Chancen stehen. Mache ich Sie nervös? Sehr. Gut! Ich versuche einmal im Monat hübsche junge Frauen nervös zu machen. Das erhält mein Ego. Aber ich kann Sie beruhigen. Ich bin 54 und ein absolut netter Typ. Ich habe gehört, Sie seien 56 Jahre alt. Wenn Sie jetzt 2 Jahre wegmogeln, macht mich das gleich wieder nervös. Nicht nur hübsch, auch noch schlau. Ich wünschte, ich wäre 10 Jahre älter. Älter? Ja. Perverse alte Männer können sich irgendwie mehr erlauben. Ich bin in einem schwierigen Alter. Seit wann sind Sie verheiratet? Seit 6 Tagen. Verliebt? Sehr. Mist! Was ist? Ich habe angesichts meines finanziellen Engpasses gehofft, mal zum Essen eingeladen zu werden.
Aber bei frisch Verheirateten werde ich wohl da oben verhungern müssen. Ach so, wir laden Sie gerne mal zum Essen ein, sobald wir eingerichtet sind. Ich hasse allgemein Plätze. Wann? Wann? Freitag, passt das? Perfekt, ich werde ausgehungert sein. Am Donnerstag steht kein Essen am Plan. Ach nein, warten Sie, am Freitag kommt meine Mutter. Freitagabend ist gut. Ist gebombt. Ich bringe Wein mit. Sie können mir das Geld dafür geben, wenn ich komme. Dabei fällt mir ein, Sie sind heute Abend zu meiner Cocktailparty eingeladen um 10. Sie trinken doch Alkohol. Ja, natürlich. Gut, bringen Sie Schnaps mit. Also, dann bis um 10. Wenn ich bis dahin nicht erfroren bin. Ja, Sie kennen sich mit den Installationen hier noch nicht aus. In diesem Museum hier läuft alles anders herum. Hier zum Beispiel. Da ist ein kleiner Knauf, wo drauf steht, wichtig, rechts herum drehen, also drehen Sie links rum. Ah. Ich bekomm's nicht auf. Würden Sie mir kurz helfen? Na, mit dem größten physischen Vergnügen. Wann kommen die jetzt endlich mit diesen... Der arbeitet tagsüber. Paul, das ist Mr. Velasco. Er zeigt mir gerade, wie die Heizung funktioniert. Victor Velasco, ich bin Ihr Nachbar von oben. Ich bin 56 und ein absolut netter Typ. Hallo. Mr. Velasco hat mir gerade erklärt, dass alle Installationen andersherum funktionieren. Richtig. Und wichtig zu wissen ist auch, dass man hoch spült. Ausgewählten Informationsbeitrag empfehle ich mich. Nicht vergessen, heute Abend um 10. Was ist heute Abend um 10? Vielen Dank, ich glaube heute Abend nicht. Wir erwarten jeden Augenblick unsere Möbel. Vielleicht ein andermal. Was ist heute Abend um 10? Ich arrangiere Ihnen morgen früh alles. Ich kann ausgezeichnet einrichten. Oh. Ich bestehe darauf, dass Sie kommen. Das ist sehr nett von Ihnen. Sag ich doch, ich bin ein absolut netter Typ. Accessoire. Was ist heute Abend um 10? Wo geht er hin? Oh, vergessen Sie den Freitag nicht! Was ist denn Freitag? Was macht ihr in unserem Schlafzimmer? Der ist unter dem Fenster geklettert! Corey, hast du gehört, was ich gesagt habe? Da ist ein alter Spinner auf unserem Fensterbrett. Wen rufst du an? Meine Mutter. Sie wird am Freitag mit dem alten Spinner zu Abend essen. Hallo, Jessie? Würden Sie meiner Mutter bitte ausrichten, sie möge mich zurückrufen, sobald sie nach Hause kommt. Yeah.
Sie hat uns nämlich einen Scheck geschickt. Ist aber eine knausrige Tante Fern. Alles gut bei dir, Paul? Ach ja, deine Mutter hat aus Philadelphia angerufen. Sie kommt Sonntag in einer Woche mit deinem Vater vorbei. Und deine Schwester hat einen neuen Freund. Studiert an der Rutgers University. Er hat Akne und alle hassen ihn. Sogar deine Schwester. So, mein Geliebter, spitz schon mal die Lippen. Du wirst gleich 5 Minuten lang geknutscht und... Oh, hallo, Mr. Manchin. Ich dachte, Sie wären mein Mann. Entschuldigung. Ich hätte deine Stimme gehört. Mr. Manchin und ich sind zusammen hochgekommen. Musst du unbedingt eine private Unterhaltung quer das ganze Treppenhaus mit mir führen? Ich hatte dir so viel zu erzählen. Ich habe dich den ganzen Tag lang nicht gesehen. Und es dauert so lang, bis du oben bist. Das kennt jeder, die intimen Details unseres Privatlebens. Ich ging an der Tür und plötzlich sind wir auf Sendung. Okay. Morgen rufe ich. Komm ruhig hoch, Harry, mein Mann ist nicht da. Wäre doch witzig, wenn alle im Haus denken würden, ich hätte eine Affäre. Mr. Manchin denkt schon erstes. Oh! Und? Was und? Wie ist das ausgegangen im Gericht? Gump oder Birnbaum? Birnbaum. Oh, Paul! Paul, du hast gewonnen! Du hast gewonnen! Ich bin so stolz auf dich! Bist du nicht glücklich? Birnbaum hat seinen guten Ruf eingeklagt, aber keinen Schadenersatz. 6 Cent haben wir bekommen. 6 Cent? Das ist das Gesetz. Irgendwas musst du kriegen, also hat uns das Gericht 6 Cent zugesprochen. Wie hoch war dein Anteil? 0. Birnbaum kriegt die ganzen 6 Cent. Und ich kriege im Büro einen auf den Deckel. Ab jetzt kriege ich alle Fälle unter einem Dollar. Ach, Paul, du hast gewonnen. Das ist die Hauptsache. Du bist ein guter Anwalt. Toller Anwalt. Ab morgen kann ich wieder Bleistifte spitzen gehen. Aber heute Nacht bist du bei mir. Hast du mich vermisst? Nein. Warum nicht? Weil du mich 8-mal angerufen hast. So viel reden wir nicht mal zu Hause miteinander. Du bist griesgrämig. Ich will die Scheidung. Ich bin nicht griesgrämig, ich bin müde. Hat einen miesen Tag. Ich bin gereizt. Und ich friere! Und ich bin griesgrämig. Okay, Griesgram. Ich mach dir einen Drink. Weißt du, ich hatte heute keinen klaren Kopf. Keinen klaren Kopf. Nach dem Möbelrücken bis um 3 Uhr morgens. Mr. Velasco hat gerückt. Du hast geklappt. Mr. Velasco hat gezeigt. Ich habe gerückt. Der kam hier herein, hat meinen Schnaps ausgesoffen, 3 Anrufe getätigt und mich herumkommandiert, als wäre ich ein Umzugshelfer. Zügle dein Temperament, wir müssen heute Abend charmant sein. Na ja, da habe ich aber eine Überraschung für dich. Auf dieser Veranstaltung heute Abend steht ganz groß Fiasko. Wieso sollte es ein Fiasko werden? Ist doch vorstellbar, dass die beiden Gemeinsamkeiten haben. Wer? Deine Mutter? Diese ruhige, anmutige kleine Frau und der Graf von Monte Cristo? Das glaubt er doch selber nicht. Wieso? Ich hab doch seine Wohnung gesehen. Der trägt japanische Kimonos und steht auf einem Teppich.
Deine Mutter trägt ein Haarnetz und steht auf einem Bügelbrett. Was hat das damit zu tun, Hallis? Bitte, der fährt Ski, besteigt Berge. Der einzige Zugang zu seiner Wohnung führt über unser Fensterbrett. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der an einer guten Köche mit Rückenproblemen interessiert ist. Dass es etwas Dauerhaftes werden könnte, war mir bisher noch gar nicht in den Sinn gekommen. Etwas Dauerhaftes? Wenn wir über 7 Uhr hinauskommen, haben wir Glück gehabt. Siehst du. Oh, Paul, jetzt hast du mich verunsichert. Habe ich etwas Schreckliches getan? Wahrscheinlich schon. Dann tu etwas. Mach doch die Tür nicht auf. Vielleicht geht sie wieder nach Hause. Schon zu spät. Ich habe den Summer gedrückt. Ich meine, ich könnte ihm etwas Schlafmittel in sein Getränk mischen. Das würde ihn zwar nicht aufhalten, aber vielleicht verlangsamen. Mutter! Ja, mein Lieber? Lass dir Zeit! Sie ist beim Basislager 3. Sie wird den finalen Angriff in wenigen Minuten wagen. Vielleicht können wir helfen. Was meinst du? Naja, Frauen legen Rouge und Puder auf, um attraktiver zu wirken. Vielleicht können wir ihre Persönlichkeit auftaken. Ich glaube, mehr will ich gar nicht hören. Ich meine ja nur, wir müssen sie nicht direkt mit "Das ist meine öde, 55-jährige Hausfrau Mutter" vorstellen. Was hattest du denn gedacht? Etwas Glamouröseres. Eine ehemalige Schauspielerin. Cory, was? War sie ja auch. In "Der Mann, der zum Essen kam". Deine Mutter in "Der Mann, der zum Essen kam". Wo, in der West Orange Line Spielgruppe? Nein, am Broadway. Sie hat auch in der Uraufführung von "Seltsames Intermezzo" gespielt und hatte ein kleines Solo in "Knickerbocker Holiday". Im Ernst? Ich schwöre, Hand aufs Herz. Deine Mutter? Schauspielerin? Ja. Warum hast du mir das nie erzählt? Ich dachte, das interessiert dich nicht. Wahnsinn. Da bin ich platt. Siehst du? Jetzt interessiert sie dich. Es war gelogen. Alles. Ich muss mich erst sammeln. Was meinst du? Ist sie eine Schauspielerin? Nein. Eine Modedesignerin. Sie ist gleich oben. Eine Krimi-Autorin unter Pseudonym. Ach hier, leine meinen Trenchcoat und sagen, sie sei Miss Marple. Das ist nicht hilfreich. Das ist nur deine Idee. Wer soll sie sein, Paul? Deine Mutter! Und auch dieser Abend wird vorübergehen. Oh. Oh, Mutter! Hallo, wie geht es dir? Geht es dir gut? Paul, gib meine Tasche. Rosa Tabletten. Rosa Tabletten? Geht gleich wieder. Nur ein bisschen außer Atem. Ich musste 6 Blocks entfernt parken. Es fing an zu regnen, also bin ich die letzten 2 Blocks gerannt. Mein Absatz blieb im Rost des U-Bahn-Gitters stecken. Ich habe meinen Fuß herausgezogen und bin in eine Pfütze getreten. Und dann kam ein Taxifahrer und hat meine Seitenstrümpfe nass gespritzt. Wenn der Laden unten geöffnet gewesen wäre, hätte ich mir ein Messer gekauft und mich umgebracht. Hier, Mama, runter damit. Hier die Tablette. Danke. Whisky, um eine Tablette zu schlucken? Danach geht es dir besser. Ich habe zu Hause bereits einen Martini getrunken. Davon ist mir schlecht geworden, deshalb nehme ich die Tablette. Du siehst sehr erschöpft aus, Mutter. Wenn ich könnte, würde ich ins Bett kriechen und mich in den Schlaf weinen. Magst du dich kurz hinlegen? Jetzt! Sie kann sich jetzt nicht hinlegen. Cory hat recht, ich kann mich jetzt nicht hinlegen. Ich kann mich ohne mein Brett im Bett nicht hinlegen. Außerdem möchte ich die Wohnung sehen. Ah ja, du kennst ja nur Cory. Ja. Und? Oh, Cory. Es gefällt ihr nicht. Gefallen? Es ist zauberhaft. Und in nicht mal einer Woche. Meine Güte, wie hast du das bloß geschafft? Wo hast du all diese Ideen her? Wir haben einen Raumkünstler, der einmal die Woche durchs Fenster kommt. Mama, schau dir das Schlafzimmer an. Das will ich, das Schlafzimmer sehen. Habt ihr das Bett hineinbekommen? Ha? Gerade so, was? Ja, wir müssen uns gleichzeitig umdrehen. Oh, das ist kuschelig. Habt ihr eine Möglichkeit gefunden, zum Einbauschrank zu kommen? Wir haben uns entschieden, den Schrank vorerst nicht zu benutzen. Wirklich? Ihr braucht ihr nicht den Stauraum? Unsere Kleider brauchen wir dringender. Er steht unter Wasser. Der Schrank steht unter Wasser. Es war ein Versehen. Mr. Velasco ist die Badewanne übergelaufen. Ah, der Mann von oben. Ach, dann weißt du von Mr. Velasco. Cory hat mir am Telefon 2 Stunden lang von ihm erzählt. Er war 3-mal verheiratet. Wusstest du das? An deiner Stelle würde ich mir eine Pistole unter das Kopfkissen legen, Schatz.
Ich wollte noch eine Sache zu heute Abend sagen. Moment! Nicht ohne etwas zu trinken. Komm, Mama. Auf unser neues Zuhause. Da kann ich natürlich nicht ablehnen. Auf die wunderbaren Jahre, die vor uns liegen. Auf die wunderbare Frau, die das alles mitmacht. Oh. Deine Mutter. Auf zwei charmante Menschen, auf die ich mich heute Abend besonders freue. Deine Eltern. Meine was? Deine Eltern. Was ist mit deinen Eltern? Ja, ich dachte, wir essen mit ihnen zu Abend. Das sagtest du doch, Cory. Stimmt doch. Stimmt das, Cory? Sagtest du das? Wenn ich dir gesagt hätte, es sei ein Blind Date mit Mr. Velasco, hätte ich dich wohl kaum dazu gebracht, herzukommen. Ein Blind Date mit... Oh Gott! Du hast es deiner Mutter nicht gesagt. Ich wollte ja eigentlich die Wahrheit sagen. Es ist eine Minute vor sieben. Bisschen kurzfristig, meinst du nicht? Cory, wieso tust du mir das an? Von allen Männern dieser Welt ausgerechnet ja da oben. Ich verstehe nicht, warum du dich so aufregst. Er ist auch nur ein Mann. Ja, mein Buchhalter ist auch nur ein Mann. Du redest von diesem Mr. Velasco wie von Douglas Fairbanks Jr. Er sieht überhaupt nicht aus wie Douglas Fairbanks Jr., oder Paul? Nein. Ah! Ich bin für sowas gar nicht angezogen. Du siehst tipptopp aus, Mama. Ich wollte für Pauls Eltern hübsch ordentlich aussehen. Der wird mich für eine Krankenschwester halten. Hör mir zu, Mama. Ich verspreche dir, du wirst Spaß haben. Er ist ein bezaubernder, charmanter und intelligenter Mann. Entspanne dich einfach, dann wird das ein ganz schöner Abend, da bin ich mir sicher. Außerdem ist es jetzt ohnehin zu spät. Oh nein! Ist der Hut jetzt, reg dich nicht auf. Sag ihm, ich sei die Putzfrau. Ich staube den Tisch ab, du gibst mir $5 und ich gehe. Du bleibst jetzt hier. Es wird schon gut gehen, Mutter. Oh. Und lächle, du bist unwiderstehlich, wenn du lächelst. Und trink deinen Whisky. Da gibt's noch mehr davon. So viel du brauchst. Ja, die viele brauchen. Kann ich ihn reinlassen? Mach die Tür auf. Verzeihen Sie, dass Sie so lange warten mussten, Mr. Velasco, kommen Sie doch bitte herein. Ah, Hosti Maling. Nein, ich heiße Paul. Ich weiß, ich habe nur auf Chinesisch Hallo gesagt. Ah, hallo, Sie noch drin. Cory, Sie hübsches Ding. Oh, was heißt das? Sie hübsches Ding. Ach, Paul, würdest du alle bekannt machen? Ach, ja, natürlich. Mr. Velasco, darf ich Ihnen Corys Mutter vorstellen? Mrs. Banks. Mutter, das ist unser neuer Nachbar, Mr. Velasco. Guten Tag. Mrs. Banks, ich habe mich sehr darauf gefreut, Sie kennenzulernen. Ich hatte Ihre Tochter zu meiner Cocktailparty eingeladen, aber sie redete den ganzen Abend nur von Ihnen. Ach, das muss aber eine öde Party gewesen sein. Aber ganz und gar nicht. Ich meine, wenn sie nur von mir geredet hat, das war öde, nicht die Party. Ich verstehe schon. Danke. Ist das für uns? Ja, ich konnte keinen Wein besorgen, leider keinen Kredit mehr. Stattdessen gibt es Nitschis. Nitschis? Ein Eau d'oeuvre. Mr. Velasco macht sie selber. Er ist ein berühmter Gourmet. Oh, ein Gourmet. Sie ahnen. Die haben beim venezianischen Kochfestival den zweiten Platz gemacht. Den zweiten Platz? Mr. Velasco hat schon für den König von Schweden gekocht, Mama. Wirklich? Sie haben für ihn gearbeitet? Nein, wir gehören zum selben Club. Zum selben Club, natürlich. Eine Gourmet-Gesellschaft mit 150 Mitgliedern. Lauter Gourmets. Der König, Prinz Philipp und Daryl Sanook sind auch dabei. Oh, Daryl Sanook auch. Wir treffen uns alle 5 Jahre zu einem selbstgekochten Festessen. 1987 werden alle zu mir kommen. So, noch 30 Sekunden. Bis was? Bis man sie essen kann. Lassen wir sie noch 15 Sekunden atmen. Wow, die sehen fantastisch aus. Man beißt beim Essen auf ein Stück Geschichte. Nietzsche sind über 2000 Jahre alt. Diese Portion natürlich nicht. Das riecht lecker. Mr. Velasco, wäre es ein Verrat an Ihrer Gesellschaft, wenn Sie uns sagen, was da drin ist? Ja, wenn man erwischt wird, dann gibt es beim Festessen zur Strafe Salat. Oh. Aber heute bin ich unter Freunden. Es ist gesalzener Fisch mit geraspelten Oliven, Gewürzen und Zwiebelteig. So, fertig.
Noch 5 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Mrs. Banks. Danke. Was ist das für ein Fisch? Aal. Aal. Aal? Deshalb spielt die Zeit so eine wichtige Rolle. Aal verdirbt schnell. Sie essen ja gar nicht, Mrs. Banks. Oh, mein Hals ist ganz trocken. Ich werde erst mal einen Whisky trinken. Nein, das ist nicht drin. Bei Nietzsches ist es sehr wichtig, dass die Temperatur stimmt. Sie müssen sie sofort essen. In 5 Minuten schmeißen wir sie weg. Oh, na, das wäre natürlich schade, ja. Rein damit! Bitte? Wenn man Nietzsches knabbert, dann schmecken sie bitter. Man muss sie ganz essen. Seht ihr? Okay, jetzt, Mama. Komm her. Hast du Tiefen eingeworfen? Trink das, Mama. Der Trick besteht darin, es genau auf die Mitte der Zunge zu werfen, dann profitieren alle Geschmacksnerven davon. Corey. Dann mal los. Was sagen Sie dazu? Perfekt! Sie sind die hübscheste Feinschmeckerin, die ich kenne. Paul. Na danke, ich habe eine Armverletzung. Versuch doch mal. Man muss alles ausprobieren. Stimmt's, Mr. Velasco? Wie der Franzose sagt, mindestens einmal. Bah, bitte! Du weißt warum. Wird geknabbert, nicht geworfen. Nimm ein neues und dann rein damit. Ich mag ein neues. Außerdem ist die 5-Minuten-Grenze überschritten. Geschmack muss kultiviert werden. Ja, über meine Worte. Sind alle soweit? Wollen wir essen gehen? Wir gehen essen. Unser Herd ist abgebrannt. Ja. Was ist passiert? Nichts, wir haben ihn eingeschaltet. Hast du Hunger, Mama? Nicht besonders. Paul, du bist der Gastgeber. Schlag etwas vor. Wie wär's mit Martis in der 47. Straße? Martis? Diese Scheune? Da kriegt man eine Kuh mit Ofenkartoffeln. Was war das für ein Vorschlag? Verzeih, ich wusste nicht, dass das eine Fangfrage war. Heute Abend soll es etwas Besonderes sein. Mr. Velasco, Sie kennen doch bestimmt einen originellen und ungewöhnlichen Ort. Ungewöhnlich? Ich kenne einen sehr ungewöhnlichen Ort. Das beste Essen in ganz New York. Aber ich zögere noch, es vorzuschlagen. Oh, doch, bitte. Was sagst du, Mama? Bist du abenteuerlustig? Ja, du kennst mich, ja. Ich lasse mich treiben. Sehen Sie, wir legen den Abend in Ihre Hände. Welch ein vergnügliches Unterfangen. Zum Essen geht es in die 4 Winde. Ah, das chinesische Restaurant der 50. Straße. Nein. Das albanische Restaurant auf Staten Island. Albanisch auf Staten Island, mein Magen. Klingt das nicht abgefahren, Mama? Ja, abgefahren. Ich bin jetzt schon begeistert. Erwarten Sie von der Einrichtung her nichts Nobles, aber der Uso sorgt für Atmosphäre. Wer ist Uso? Ein griechischer Schnaps. Verblüffend wirkungsvoll. Ich werde Ihnen nur einen erlauben. Danke. Das klingt perfekt. Auf geht's. Es wird die Hölle sein, ein Taxi zu finden. Ich kümmere mich um den Transport. Sie müssen nur die Rechnungnummer nehmen. Mama hat ein Auto. Oh, sehen Sie, meine Arbeit ist getan, Mrs. Banks. Danke. Ja, tragen Sie keinen Mantel, Mr. Velasco? Nur im Winter. Aber es hat nur 1 Grad plus. Bei 4 Grad minus trage ich einen Mantel. Bei 1 Grad plus. Meine Gut, seid ihr bereit? Meine Gruppe bleibt nah bei mir. Sollte jemand verlassen?
treffen wir uns in der amerikanischen Botschaft. Auf geht's. Was suchst du? Meine Handschuhe. Du brauchst keine Handschuhe. Es hat 1 Grad plus. Ah ja, richtig, ich vergaß. Wir haben eine Hitzewelle. Es war kein faires Rennen. Sie haben mich gekitzelt. Oh, ich fühle mich gut. Außer, dass meine Zunge sich dauernd aufrollt. Und wenn ich rede, rollt sie sich wieder zurück. Wie eine Tröte. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, das Essen war gut gewürzt. Wie ging der Satz nochmal? Welcher Satz? Opa, ich habe eine Fliege in meiner Suppe. Popla circa al mercuri. Genau. Circa popla al mercuri. Nein! Das heißt, Fliege, ich habe einen Opa in der Suppe. Hatte ich auch. Er hat seine Hand reingehalten, um die Fliege rauszuwischen. Oh, ich liebe diesen Sänger. Shama, shama, el macke mama. Shama, shama, el macke mama. Shama, shama. Was singe ich da eigentlich? Ein altes albanisches Volkslied. Shama, shama? Shama, shama. Im Ernst, was heißt das? Chimmi schrotet Korn? Und mir ist es egal. Mir auch. Oh, wie viele Zuzus habe ich getrunken? 3 oder 4? Usos. Ah. 9 oder 10? Dann waren es 10, weil ich dachte, es waren 4. Wie wird es meinem Kopf morgen früh gehen? Wunderbar. Keine Kopfschmerzen? Keine Kopfschmerzen. Aber Sie werden 3 Tage lang keine Faust machen können. Ja, schau dir das an. Steif wie ein Brett. Was ist eigentlich drin in diesem Uso? Ich glaube Stärke. Wie wäre es mit einer Partie Tischtennis? Wir könnten ein Doppel spielen. Nein, nicht jetzt. Wir wollten irgendwas Wichtiges machen. Ja, was war das? Was war das? Genau. Wir wollten Kaffee machen. Ich mache ihn. Welchen haben Sie? Instant Maxwell House. Was, löslichen Kaffee? Ich habe noch nie in meinem Leben löslichen Kaffee getrunken. Cory, was tun Sie mir? Oh,
Wir haben vergessen, dass der Herd kaputt ist. Kommt alle mit hoch zum Kaffee. Wollt ihr keinen Kaffee? Wenn wir einen machen, dann werden sie schon trinken. Nicht weggehen, ihr zwei.